Roger, ich gehe in Position. Lass mich in Position gehen. Gehe auf neue Position. Roger, Ziel markiert. Okay, Ziel markiert. Kann loslegen. Mit dem sind's. Deck alles hin. Alles gut, alles gut. Diese Seite ist sauber. Sehr schön. Jetzt können wir dich raushauen. Na komm. Alles gut, Hermano? Was wollen Sie von mir? Juri und Polito, Ihre Folterknechte. Wir sind hier, um Sie büßen zu lassen. Wo haben die Kerle Sie hingeschafft? Nicht weit von hier. So viel weiß ich noch. Und es war still. Es war irgendwo im Land. Da war ein Geruch nach alten Tierhäuten. Mehr weiß ich nicht. Tut mir leid. Ist schon gut. Sie sind also irgendwo hier. Gracias. Ja, irgendwo hier mussten wir auch. So. Der schnappt sich jetzt nicht das Auto, oder? Dankeschön. So. Ja, irgendwo hier, das. Das ist uns neu. Dann würde ich sagen, holen wir unseren Copter-Heli wieder. Aber ganz ehrlich, so viele Helikopter, wie es hier gibt, wundert mich das gar nicht, dass die Rebellen, die Kartell-Heinis sich nicht wundern, wenn ein Helikopter da irgendwo landet. Dann landet ja bestimmt jede Sekunde. So, alle sind an Bord. So, dann würde ich sagen, hier in der Gegend, dann fahren wir mal wo ganz woanders hin, und zwar hier hin. Hier in der Gegend. Könnte es hier sein, könnte es da sein. Ja, vielleicht hier oder da in der Mitte. Nee. So. Hochziehen! Hui. So. 3,8 Kilometer. Da sind wir auch gleich. Leuchtet, meine Kumpels draußen, die tun mir echt leid. Die werden voll nass. Und zwar richtig krass. So. Da bin ich mal gespannt, ob es wirklich in deiner Nähe wird. Hier ist ein Helikopter, aber ich habe keinen Grund zur Sorge. Bitte nicht bewegen. Da ist ein Sicario. Um den Tank herum. Ganz genau. So. Dann holen wir uns mal den Sportwagen. Da ist einer. Ich sehe noch einen Tango.
Und das Alter. Macht drei. Noch einen macht fünf. Da ist einer. Ah. Sehr eingeschätzt. Stehen noch andere darum. Ich gehe in Position. Suche eine gute Position. Ich habe das Ziel. Alles klar, geh in Position. Gib Zeichen. Alle fertig? Alle fertig. Einer weniger. Ach, ist das schön, das macht so Spaß. Oh, schöne Scheiße. Die sehen uns. Wo denn? Die Arschlöcher kommen hier lang. Was tun? Okay, bin unterwegs. Hab das Ziel. Ich schieße auf die Ärsche. Du siehst scheiße aus, in Deckung! Drohne fliegt. Das ist die Garage. Meldet euch, wenn ihr Politos Wagen seht. Alles klar. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Noch ein dritter. Die Karre ist alarmgesichert. Ich kann es mir nur so erklären, dass irgendeiner die Leichen gefunden hat. Also, das ist ein Zimmer, nicht?
Tango Nummer 3. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Bin bereit. Shit, ich muss die Position wechseln. Roger, Ziel erfasst. Die kommen hier lang. Was sollen wir tun? Bereit. Auf deinen Befehl. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Bereit für den Angriff. Mein Ziel ist weg. Gib Zeichen. Er ist tot. Immer noch jemand irgendwo da. Sehr eingeschätzt, Tom. Ohne Typen. Ich glaube. Ja, wenn es das war, dann sagen die das doch eigentlich. Ja. Ich hatte gesagt, hier ist einer. Ja. Ich gehe in Position. Ziel markiert. Feind am Boden. Hier drüben alles sauber. Ah, siehst du. So. Nicht sehr ghosthaft, aber trotzdem. Ja. Wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. So, hier gibt's nochmal Gefangene. Hallo. Was geht? Hermano, brother, camarada. Está usted invitado a comer a la casa cuando quiera, eh? Hey, bitte was? Sprechen die Deutsch, bitte. So, da oben ist die Marke. Fechtigkeit. Ja, geh mal runter. Ah, yeah. Einmal das da. Und einmal das da. Bonusorden gefunden. Was war das? Der Bonus? Ah, geborene Anführer, KI-Kameraden töten effizienter. Naja, also effizienter als durch Türen schießen. Nicht nur Türen schießen, sondern alles schießen. Wände, Mauern und so weiter. Schon sehr effizient. Und jetzt in der Werkstatt. Da einmal. Hat da drüben nicht auch was gefunkelt? Ja. Ah, also, das ist meine Munition. Da vorne. Ich sehe Politos Wagen. Da vorne? Rotzige Kiste. Und da ist ein blutiges Kondom im Handschuhfach. Warte, zwei blutige Kondome. Dann ist es wohl ziemlich sicher Judis und Politos Schlitten.
Das ist selbst mit Kondomen eine verdammt heiße Kiste. Ich hab das Narko-Geprotze nie verstanden. Ein teurer Schlitten mit Chromfelgen. Und trotzdem fährst du damit durch genau dieselben staubigen Städte wie vorher auch. Du willst unbedingt so eine Karre, hab ich recht? Schickes Auto, schicker Anzug, dieselbe Straße. Was noch? Klimaanlage. Klimaanlage. Alter. Meine, so eine Karre macht halt hier wirklich überhaupt keinen Sinn. Oder auf so Straßen. Warte mal. Naja, hier in der Nähe. Vorhin waren wir da oben. In der Nähe. Hallo. Hab noch einen Tango. Hab ein drittes Ziel. Geh in Position. Verstanden. Unterwegs. Suche eine bessere Schusslinie. Ziel erfasst. Ziel. Moment. Such eine gute Schusslinie. Wie du erwischt den Einheimischen. Auf dein Zeichen, Boss. Der Tango ist hin. Dann geht's weiter. Ich fahre. Nein. Geh, ich komm nach. Herrisch agiere, auch wenn Sie das Wort nicht mögen. Bekommen einfach nicht, was Sie wollen. Die machen keine Million Dollar pro Monat. Wir müssen kurz hier das markieren. Verdammt, die Unidad scheint hier aktiv zu sein. Entschuldigung. Ne Cabrona. Dann werdet ihr nie der Boss sein. Oh, bevor die irgendwie noch killen. Hier ist es sicher. Wenn ihr eine Funktioner seid, wie ich. Da ist es schon. Dann schauen wir mal. Drohne fliegt. Hä? Hier ist niemand. Achso, ja, okay. Wir sollen das Auto trotzdem da hochfahren. Achso. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwie. Keine Million Dollar. Oder ich bin hinter dir. Oder die da werden jetzt die. Sie haben keine Leute. Hacienda oder hunderte Sicarios, die für sie sterben. Also, Chicas, seid Mandonas. Seid die Herrisch. Wenn ihr eine Kohlimida seid. Okay, jetzt sind Bowman und die ISA dran. Die checken das Navi des Wagens nach Orten, an denen sich Juri und Polito verstecken könnten. Nomad, wir wissen endlich, wo Juri und Polito sind. Die ISA hat das Navi des Wagens mit der Beschreibung des Gefangenen verglichen. Sie sind in einer Jagdhütte. Angeblich führen sie da auch ihre intensiven Befragungen durch. Schicken Sie die Daten, wir kümmern uns drum. Bringen Sie sie unter die Erde. Und zwar so, dass es wehtut.
Ach. Da habe ich auch gedacht. Also ich dachte entweder da oder da. Oder da. Egal, aber ja, cool. Das ist jetzt ein bisschen weit weg. Und hier ist noch eine Waffenkiste. Wie konnten wir denn die Waffenkiste erfahren? Meter? Nehmen wir. Ja. Wieder den. Auch kein Koks. Ich kann zwar alles Glas der Welt rauchen, weil das noch keinem geschadet hat, aber in den 4 Stunden des Tages ist Koks für mich da oben. Obwohl ich vielleicht einen Teelöffel voll in der Wange hamstere, aber das ist natürlich wie Gras, also zählt es auch nicht. Aber ansonsten bin ich drogenfrei. Agarren Sie noch Huevos, Mijos. Man braucht Disziplin, um sich an so einen Plan zu halten. Aber es hilft einem, den Drogenverbrauch zu kontrollieren und zu vermeiden, süchtig zu werden. Wie spät ist es jetzt? Das Problem ist, sollten die mich jemals in die Hand bekommen und dann herausfinden, was ich mit ihren Lamborghini gemacht habe, dann werden sie sehr sauer. Also dann werden sie noch viel schlimmere Sachen machen. Ich glaube, hier ist einiges los. Und da vielleicht noch nicht. Nee, aber da unten. Also ich sehe ein zweites Ziel. Tango Nummer 3. Da ist sicher ein Sniper drin. Hier ist Ziel Nummer 5. Ja, servus, da seid ihr ja endlich. Ich kümmere mich mal kurz um den lieben kleinen Sniper-Scharfschützen. Ja, doch nicht. Ich habe 2 Sicarios beim Checkpoint. Tag. Zurück mit dir, sie werden dich sehen. Ich dachte schon, dass wir wieder seinen Pixel abgeben. Ziel markiert. Behaltet sein Umfeld im Auge. Festgepackt. Oder festgepackt. Hier sind nochmal 3. Da ist noch einer, macht 10. Ich sehe einen Scharfschützen. Roger, ich gehe in alles klar, ich gehe in Position. Roger, Ziel erfasst, Ziel markiert. Verstanden, neues Ziel markiert. Bereit für den Angriff. Greife Tangos an. Wir haben sie aufgescheucht. Hm.
cabrones! ¡Mátenlos a todos! Verdammt. Mist, aufgeflogen. ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! Die kommen auf uns zu.